Was geht ab, Leute? Frankie ist wieder am Start in Cyberpunk. Ihr könnt es noch nicht sehen, ich sehe es schon im Hintergrund. Wir spielen weiter und wie ich schon letzte Folge angekündigt habe, und diesmal habe ich auch darauf geachtet, dass es von Anfang an läuft. Ich hoffe, dass es jetzt gleich auch weiterläuft, nicht so wie letztes Mal, wo es sich kurz aufgegangen hat. Sorry nochmal dafür, dass ihr 20 Minuten oder so nicht gesehen habt oder eine Viertelstunde. Wie letztes Mal angekündigt, wir gehen mal kurz ins Spiel. So, da seht ihr. Und ziehen wir das noch ein bisschen hoch. Die Nebenmission. Was ich habe angekündigt. Ich werde weiter erstmal Nebenmission machen, aber nur noch quasi die gelben. Also die, die man jetzt, wenn man so weit rausgezoomt ist, hier sieht. Und nicht mehr jede kleine Quest wie das hier, Überfall im Gange oder so. Wenn wir da in der Nähe sind, habe ich ja gesagt. Wie zum Beispiel wahrscheinlich von hier, wenn wir nach da gehen, dann kommen wir da vorbei. Vielleicht, dann nehmen wir sie natürlich mit, aber nicht mehr aktiv. Das heißt, wir gehen als erstes hier hin und checken das aus, was da so abgeht. So, jetzt haben wir hier vorne schon ein bisschen was. Keine Ahnung, was da abgeht. Pumpen wir den mal kurz weg, gucken, was wir da. Muss untersucht werden. Oh fuck. Mach sie alle. Oh, das war vielleicht gar nicht gut. Okay, wir hauen ab. Wir hauen ab. Oh fuck. Ja, aber gleich mal mit einer kleinen Action-Einlage hier gestartet. War ja ziemlich lustig. Dann kann ich mal gleich sehen, wie schnell hier die Sterne weggehen. Bei so einem 4-Sterne-Ding. Na kommt. Wie schnell gehen 4 Sterne weg? Ja, flott. Okay. Ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wir da dran vorbeilaufen? Sind die da jetzt noch aggressiv? Oder ist da jetzt alles cool? Und die einfach abgehauen? Oh, ich glaube, die sind einfach abgehauen. Oder? Nee, 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 Ich nee, nee. höre dich schon die ganze Zeit. Sind jetzt, okay, das sind jetzt Psychos, ne? Im Endeffekt. Ach, weil wir vor denen ihrer Butze hier rumgeschossen haben, aber. Verstecken bringt nichts, okay? Frage ist halt, was ist jetzt hier, ne? Also, haben wir jetzt hier irgendwas Krasses gefunden? Ich höre dich schon die Oder. ganze Zeit. Naja, wir hauen ab. Damit wollen wir uns jetzt nicht weiter hier. So. Ach, guck mal. Da drüben, Rowdies. Ah. Pass auf, ey. Wir haben gesagt. Und sowas lassen wir uns jetzt hier nicht abmecken. Für dich. Maelstrom hat einen Mandalorian-Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt. Geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van. Soll heißen, du beklaust ein paar Diebe. Mehr Infos findest du im Anhang. Okay. Kleptomanie. Auftragsart Kleptomanie. Ziel, die Datenbank mit den Daten der Transportroute von Mandalorian Limited klauen. Blabla, wie? Es gibt große Neuigkeiten in der Stadt. Ein Mandalorian-Lieferwagen wurde auf den Sir Francis Drake Avenue geklaut, scheinbar von Maelstrom. Zufälligerweise war einer meiner Informanten in der Nähe und schlau genug, den Jungs per Drohnen zu folgen. Damit ist der schwierige Teil erledigt. Wir wissen, wo der Wagen ist. Manche nennen es Glück, ich nenne es Präzision. Meine Leute sind eben gut. Okay, ich höre schon auf.
gehe zur Werkstatt und durchsuche den Wagen nach einer Datenbank, auf der die Daten der Mandalorian-Transportroute enthalten sind. Die Gangleute ahnen nicht, dass der Splitter mehr wert ist als die gesamte restliche Fracht. Alles klar. Natürlich die Frage, kommen wir hier hoch? Jo. Guckt der von oben wohl hier runter? Ach geil, wenn ich nah genug dran bin, dann... Nett. Nett. Hätten wir noch eine Kamerasteuerung. Theoretisch könnten wir ins Breach-Protokoll. Ja, komm, führen wir das mal kurz aus. 1C55. Zack. Jetzt ist es günstiger. Machen wir das hier. Die ausgeschaltet. Haben wir noch irgendwo eine Kamera, die wir gerade auf die Schnelle sehen? Ne. Gut, dann springen wir jetzt hier runter. Killen die. Ab da rein mit dir. Ciao. Gehen wir nochmal hier rein. Gut. Ich stehe mitten im... Boah, gefangen im Maelstrom. Okay, nee. Ciao. Benutzen oder verlinken? Okay, wir machen mal verlinken. 1C, BD, 1C. Das heißt, wenn wir vorher 1C, 1C, BD, 1C machen, dann haben wir sogar beide. So machen wir das. 1C, 1C, BD, 1C. Easy. Jetzt machen wir noch benutzen. Gucken wir mal, ob es hier... Sehr geehrte Herr Frau, mein Name ist Susan. Ich arbeite für Wet in Rees. Rechtwartigkeit. Ich habe Ihre Adresse auf der Kundenliste von Cetatex niederländischer Niederlassung gefunden. Zufälligerweise haben Sie denselben Namen wie ein früherer Kunde von mir, der in tragischen Umständen... Ja, das ist so geil, dass Sie solche Spam-Mails, die man jetzt aus der jetzigen Zeit auch kennt, einfach da einbauen. Ja, okay. Haben Sie zweimal bekommen. Na dann, alles klar. Aufpassen. Den da oben, aber ich glaube... Oh, nein, nicht nur auf den da oben, sondern auch noch auf den. Scheinbar. Ja, wir könnten uns jetzt auch hier wieder durchpumpen, aber irgendwie... Wenn es doch gerade die... Oh, er sieht mich nicht. Okay, okay. Ciao. Aber wir schalten auch hier einfach alle aus, ne? So. Jetzt klinken wir uns hier noch schnell ein. Jetzt haben wir BD551CBD. Aber das mittlere schaffen wir trotzdem. BD 55, 1C 55, okay. 1C 55. Oh, jetzt ist mittlere nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Das ist eine Kamera. Oben, das ist der auf dem Dach, glaube ich. Können wir uns ja wenigstens schon mal an den ran schleichen hier. Ciao. Maelstrom. Okay. So, da hinten ist noch eine Kamera, genau. Reach können wir nicht. Aber müssen wir auch nicht mehr. Zack, Kamera deaktiviert. Gehackt.
Das heißt, es ist eigentlich nur den ausschalten. Aber darauf warten, dass der Typ da hinten so rumchillt. Aber oben noch was. Nope. Okay, easy Sache. Kurz einmal abwarten. Worauf wartest du, Mixer? Weitermachen! Mein Gott, wie lange kann dieser Scheiße? Hättest du das Arschloch halt nicht umgebracht? Tut mir ja leid. Ich wusste doch nicht, dass der Typ dieser, wie hieß er noch? Der Handhaber. Wusste doch nicht, dass der mich nicht hören kann. Ich dachte, der ignoriert mich und bin ausgerastet. Du hast ihm das Hirn rausgeblasen. Hab doch gesagt, es tut mir leid. Halt die Klasse und schneid weiter. Okay. Oh, okay. Was hier? Kurz. Genau. Easy. Oh. Das war ja easy, ne? Kann ich gleich ins Auto gehen? Ja, mache ich. Nur Angst, dass da irgendwie ein Alarm oder sowas vielleicht ausgelöst wird. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen. Beim Loot umgucken. Einsammeln. Das ist noch so ein bisschen schade. Also da müssen sie halt noch auf jeden Fall ran. Oh fuck. Vorne war ja einer. War knapp, aber gehört manchmal dazu, ne? War natürlich auch alles so trotzdem geplant. Jetzt mach hier die Mucke aus, ey. Los. Nervt mich. Boah. Okay, Corporate Wars the Musical. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, ich habe gerade einmal durchgescrollt, ihr könnt ja mal dann Pause machen. Hä? War hier nicht so ein. Doch, ist doch hier ein Verbindungspunkt. Warum wird der mir nicht angezeigt? Man weiß es nicht. BDE9E91C. Wir gehen immer aufs Letzte, ihr wisst das. BDE9E91C. BDE9E91C. Einfach. Okay, dann sind wir einmal schön hier einmal rumgegangen. Ah, hier sowas, ne? Kann er dann einfach nicht looten, leider. Aus damit. So, gucken wir mal, ob es hier irgendwelche besonderen Dateien noch gibt. Login. Ah, okay. Ja. Er hat immer das falsche Passwort eingegeben, mehrfach. Auftrag Amateurdiebe. Verlasse das Gebiet. Joa. Muss ich ja leider auch sagen, dass es hier gefühlt Amateure waren. Das noch gerade mitnehmen. Fertig. Einfach für uns, weil wir einfach gute, wir sind gute Diebe. Wir haben den Amateurdieben mal gezeigt, wie richtige Diebe arbeiten. So, Verbrauchsgüter, ich brauche was zu fressen. Was ist denn das hier, das zum Beispiel? Das Geile ist, wir haben jetzt
Skill, dass wenn ich rutsche, ich auch. Hallo? Ich ja auch ballern kann, ne? Hier sind wieder die. Zerstreuner. Missions-Item hinterlegen. Werden wir jetzt noch anrufen? Ja, klar. Danke für den Splitter, kann ich gut gebrauchen. Auftrag bitte. Erledigt. Das ging flott. Ich habe ja letztens davon gesprochen, ob Street Cred nur bis 30 geht. Jetzt bin ich ja eh schon bei 31. Nein, es geht bis... Ich glaube, 60 war es. Ich glaube, es geht bis 60. Wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, hier bei Charakter... Ist irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Irgendwo habe ich, meine ich aber gesehen, dass Street Cred bis 60 geht. Ich glaube 60 war es, ja. Ist ja aber auch egal, wir wollen weitermachen. So, jetzt seht ihr ja, wir kommen darüber. Also markiere ich es jetzt einfach. Auch wenn wir ja gesagt haben, wir lassen das aus, aber das liegt halt so klar auf dem Weg. Was verkaufen wir alles? Die ist natürlich nice, aber nicht besser als unsere Pistole. Nee. Nee. Aber eine lilane. Ja, die bringt 200, aber ich muss lilane Sachen zerstören, weil ich die lilanen Dingens-Items brauche. Deswegen verkaufen wir nur das, das, das. Die Schrotflinte behalten wir. So, ach ja, ich kann ja hier nach allem. Nee. Das machen wir mal lieber nicht. Das weg. Nein! Nein! Ach egal, ich könnte es jetzt zurückkaufen, aber ach Leute. Ich glaube, so wichtig ist es dann doch nicht. Zack. Aufsetzer hat ja sich nicht gelohnt. Ach ja, und Junk können wir noch verkaufen. Das sind auch nochmal. Wow, 51 Dollar. Und wir haben schon wieder 81.000 Dollar. Euro-Dollar, sorry. Ach ja, das eine wollte ich jetzt zerstören, ne? Nee. Items. Waffe. Ja, das wird jetzt nochmal wie viel bringen? 200, aber so bringt es wieder unten epische Komponenten, die für mich wichtig sind, da ich ganz gerne dieses Scharfschützengewehr herstellen würde. Aber dafür brauche ich halt noch 18 epische Komponenten. Achso, wir speichern einmal gerade schnell ab. Und weiter geht's. Sind die das hier? Seid ihr das, Jungs? Pump ich euch weg. Ja. Oh, scheiße. Ich hab den Nachtrag. Oh, da lebt ja noch einer. Komm her. Upsi. Okay. Sorry. Ja, man kann ja jetzt Implantate kaufen, also kannst du bestimmt ein neues Bein kaufen. Ist alles halb so schlimm. Halb so schlimm. Aber geht das? Also auf Leichen noch? Haben die immer noch? Nee, ich wollte schon sagen. Nee, okay. Dann wäre das doch bestimmt wieder irgend so ein Problem gewesen mit in Deutschland etc. Klinge Schockschalen. Achso, für Mantis Klingen, aber die benutzen wir nicht. Seltene Komponenten-Upgrade. Macht, gibt mir epische Komponenten-Upgrades. Verdammt, Juxt. Kann ich mehr gebrauchen? Wie, was ist denn der Crusher? Das ist, glaube ich, eine Pistole. Kann nicht besser sein als meine, aber. Ach, eine Power-Schrotflinte. Die von. Oh, die sieht natürlich nice aus, ne? 1,5 Angriff pro Sekunde. Was hat die jetzige Schrotflinte für
Ein Angriff pro Sekunde ungefähr, 1,08. Ah, die hat viel weniger Schaden. Ciao. Echt so viel Schaden? Jo. Boah, dann bist du eh weg. Aber 200 bringst du mir, das heißt 100. Wir haben gesagt, alles unter 100 zerstören wir, ne? Weg dort. Karte. Da wollte ich als nächstes hin. Och, echt jetzt? Kann auch bestimmt auch hier einfach geradeaus gehen. Vergessen ja, dass ich Doppelsprung habe. Können ja nicht wissen, was für krasse Fähigkeiten ich habe. Deswegen gehen sie davon aus, dass ich da nicht lang komme. Wie, ich komme jetzt da nicht lang. Ah, ich gehe mal hier einfach dazwischen her. Ja, seht ihr. Kürzung. Wie? In Northside ist gerade die Hölle los. Und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Ah, interessant. Um die Brücke ist sonst keine Gangaktivität. Was? Um die Brücke ist sonst keine Gangaktivität. Handelt sich also kaum um einen Racheakt. Scheint mir eher so, als ob einer der Maelstromer einen beschissenen Tag hatte oder seine Implantate zu weit aufgedreht hat. Lässt sich bei denen immer schwer sagen. Ich weiß nur, dass der Rest zur falschen Zeit auftauche und das Massaker seinen Lauf nahm. Ich tippe auf Cyberpsychos. So blutig sind nicht mal die heftigsten Willkommensgrüße von Maelstrom. Okay, er ist scheinbar hier schon tot. Raus mit dir. Mal wieder aussteigen. Er ist hier gerade einfach mal so. Da reingecruised. Jetzt hier noch los. Keine Reaktion, kein Puls. Dose, Schocker und Blutverlust durch mehrere Fleischwunden. Hinterher. Gepolsterte Fahrerschuhe mit Aluminium-Einlegesohle. Gefahrendetektor. Eine schöne neue Schrotflinte. Und leb wohl. Tamara, ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen, seit die mich geschnappt haben. Ich weiß, dass du nach mir suchst und bestimmt findest du mich früher oder später, aber ich weiß nicht, wie ich es dir leichter machen soll. Ich glaube nicht, dass ich es ins Netz schaffe. Hätte dir zuhören sollen, als du mir mehr darüber erklären wolltest, aber jetzt bin ich am Arsch. Ehrlich gesagt glaube ich eh nicht, dass du mich noch wiedererkennen würdest. Ich erkenne mich selbst kaum. Sollte mir einfach eine Knarre in den Mund stecken und diesem Albtraum ein Ende bereiten. Ich bin eh ein Monster jetzt. Scheiße. Die Gang will mich bestimmt auch nicht mehr haben, außer ich ziehe mir einen Sack über den Kopf. Ich habe so riesige Schaufelhände und abstoßende rote Augen. Ich denke die ganze Zeit an deine Kumpel, die mich immer vorher dir schlecht geredet haben, dir gesagt haben, du sollst dich nicht mit einem Valentino einlassen. Weil der dir eh bloß für wen anderes verlässt und spurlos verschwindet. Die werden sich jetzt alle auf die Schulter klopfen und ich hab's dir ja gesagt rufen, aber das stimmt alles überhaupt nicht. Das macht mich alles völlig loco. So als würde mein Schädel gleich explodieren. Der Druck steigt und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn es zu viel wird. Jo, du hast dich, glaube ich, mal den komischen Psychos hingegeben. Und jetzt bist du am Arsch gewesen. Geht denn hier hinten noch so? Wo hast du mich hier hingeführt? Ist hier irgendwas Schönes für mich? Glaube nicht, ne?
Ich glaube nicht. Oh, manchmal läuft der einfach nicht schnell. Das nervt auch manchmal. Kennt ihr diesen Druck da nicht? Schicke ich dir eine Nachricht? Ja, schicke ich dir eh gleich. Einen Moment, ich will ja erst noch looten. Bisschen wenig Loot für meinen Geschmack. Regina eine Nachricht schicken. Untergedrückt halten. Nachrichten öffnen. Unser Junge war Valentin und nicht Maelstrom. Hat sich wohl Feinde bei den Borgfressen gemacht und die dachten sich, sie feiern dieses Jahr etwas früher Bescherung. Haben ihn wie eine Synth Weihnachtsgans mit Implantaten vollgestopft und dann nur gewartet und zugeguckt, wie er durchdreht. Würde mit jedem passieren, der so schnell gechippt wird. Der Körper hatte nicht genug Zeit, um sich an die Cyberware anzupassen und er wurde zu einem Psycho. Zum Glück hatte er noch etwas Kontrolle über sich. So konnte ich ihn still ausschalten. Naja, so still war es jetzt nicht. Sieht aus, als ob unser Junge sie nicht mal reizen musste. Vor einer Weile hatte Maelstrom verbreitet, dass sie freiwillig für den Test von neuer Cyberware suchen. Hat sich natürlich niemand gemeldet, also haben die Borgfressen einfach Leute von der Straße aufgesammelt. Ist das jetzt der neue Begriff für die Maelstromer? Borgfressen? Kleine Star Trek-Anekdote, ne? Die Valentinos haben schon eine Weile nach dem Jungen gesucht. Nicht zu vergessen der Runner, der seine Datenfühler im Netz ausgestreckt hat, um ihn zu finden. Jedenfalls muss er sich irgendwann befreit und um sein Leben gekämpft haben. Die Maelstromer haben das Ergebnis ihrer Forschung am eigenen Leib erfahren. Mit der Aktion haben sie sich prächtig selbst in den Arsch gefickt. Echt gut, dass du den Kleinen ruhig stellen konntest. Er ist noch jung, mit der richtigen Hilfe kann er lernen, mit seinem neuen Zustand umzugehen. Ach geil, wir haben ihn gar nicht gekillt. Wegen, ich glaube, weil unsere Pistole schießt ja nur in die Beine. Nice. Wir sind einfach zu gut für diese Welt. Ich hätte gedacht, ich hätte ihn gekillt, aber... So, das Fahrzeug können wir überspringen. Jetzt ist die Frage, hier rüberlaufen und dann runter? Oder als erstes da einlaufen und dann rüber und dann hoch und dann runter? Ja, eigentlich... Obwohl, nee, wir könnten da hin. Dann nehme ich da hin und dann das machen. Ja, geil. That sounds as a plan. Hat keiner mitbekommen. Fahrzeug kaufen, ey. Wir kaufen nicht solche Billo-Fahrzeuge. Wenn, gönnen wir uns ein richtig geiles. Den Porsche zum Beispiel. Was ist da gerade runtergefallen? Dahin. So. Zack, dann gehen wir als erstes hier oben. Nee, Mission. Da sind schon wieder Polizisten. Kurz speichern. Oh, da ist ein Waffenhändler. Gibt es irgendwie eine geile Waffe, die man bei dem kaufen kann? Ist der hoch? Nein, der ist unten. Geh wen anders belästigen. Du siehst nicht aus, als wäre das hier dein Traumjob. Oder dein Hobby. Du willst kaufen? Kauf! Du willst quatschen? Zisch ab! Ganz schön aggressiv, der Kleine, finde ich. Würd gern Waffen kaufen. Auf welche? Okay. Sorry. Was soll die kosten? Nikomata? 143.000. Mhm. Hast du eine smarte? Ne, das ist Tech und Power, ne? Die könnte man natürlich aufladen, aber finde ich meine trotzdem geiler. Achso, macht meine. Wieso macht. Achso, die wird jetzt gegen das Maschinengewehr. Ist natürlich auch dumm. Meine. Eigentlich müsste ich ja. Aber die macht jetzt auch nur noch 179. Gerade eben hat die doch 200 noch was gemacht. Stand da.
Ach nee, das ist auch nicht die, die aus. Ach, ausgerüstet ist. Ich sehe meine ausgerüsteten Waffen nicht. Na gut. Was hast du denn noch so? Hast du irgendwas Interessantes? Schalldämpfer. Ich weiß halt nicht, bringt überhaupt Schalldämpfer was? Weiß das jemand? Kann das mal gerne in die Kommentare schreiben, ob die wirklich was bringen. Ne, so geile Sache hat er nicht. Also die wäre vielleicht noch ganz nett. Pulsar Power Machine Pistole. Aber auch viel zu. Ne, doch nicht. Mindestlevel ist aber 17. Ja gut, habe ich fast, aber es lohnt sich ja jetzt nicht, die vorher zu kaufen. Ja, dann verkaufen wir mal an dich. Und zwar das hier. Die. Ich dachte, das ist doch die ausgerüstete. Mit Avadi nur 179. Die hat vorne was mit 200, glaube ich. Und wo ist meine ausgerüstete Pistole? Oder kann ich die nicht verkaufen, deswegen wird die nicht angezeigt. Ich check's nicht. Hm. Boah, wie teuer die sind, wenn man die jetzt zurückkaufen möchte. Schon frech. Schon frech. Also wenigstens jetzt, wenn man sie direkt zurückkaufen könnte. Würde, wäre es fair, wenn das ein bisschen. So, hatten wir jetzt noch im Inventar Klamottos zerlegen. Da, Schuhe gibt's neue. 160, eigentlich würde ich sowas verkaufen, aber ist auch lila, also zerstören. Ich brauche mehr von den lilanen Items. Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Dein Gott, dein Kiroshi. Katholische Kirche hat sich offiziell nie zu den Plattaten geäußert, aber gemessen an der Verbreitung von verschiedenen Körpermodifikationen unter dem Klerus ist es wahrscheinlich, dass ebenso wie andere christliche Glaubensgemeinschaften Implantate in den Augen der Kirche voll und ganz akzeptabel sind. Die Mormonen vertreten eine andere Sicht. Laut ihren Überzeugungen darf sich kein gläubiger Mormone Implantate zur Körpermodifikation einsetzen lassen, weder aus ästhetischen noch aus praktischen Gründen. Ausnahme wird einzig und allein für lebensnotwendige oder anderweitig gesundheitlich erforderliche Cyberware gemacht. Im Islam sprechen viele Imams sich zwar regelmäßig gegen die Benutzung von Cyberware aus, aber offiziell sind Körpermodifikationen nicht verboten. Das Judentum hat keine Vorschriften gegen Implantate, mit der Ausnahme von chassidischen Gemeinschaften, in denen der jeweilige Zottik über das Thema entscheidet. Ja, sieh mal an, da gibt's, hier gibt es auch ganz normal. Womit habe ich das nur verdient? Warum ja, musste schon. Ich nur an Hinter geraten? Jucken. War immer die gleiche. Warum spüre ich überhaupt geht es was? Dir... Legt ihr nicht ein Gelübde gegen Implantate ab? Doch, das habe ich. Glaubst du, ich habe das freiwillig gemacht? Entschuldige, dass ich mich nicht verbeuge. Ich bin noch etwas unbeholfen mit der neuen Situation. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Oh, sie haben fuck. Sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen? Und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spende annehmen. Sie waren mehr Maschine als Mensch und sagten, sie würden uns besser machen, wie Werkzeuge. Maelstrom. Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Siehst du jemand aus, der mit ihnen sprechen kann? Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur,
dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet wie ich. Wir sind ein Street Kid, ne? Wir müssen dann halt auch irgendwie... Was springt für mich dabei raus? Ich arbeite nicht umsonst. Ich habe nicht mehr als meinen Dank anzubieten. Ich bitte dich, mach nur diesmal eine Ausnahme. Das Universum wird es dir mit Karma vergelten. Na gut, aber... Diese unabhängigen Psychos. Wird eine harte Nummer. Maelstrom macht es einem nie leicht. Diese verdammten Freaks. Bitte hilf uns, aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Kein Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Wie poetisch. Ein Mönch in Not. Das sollte in deine Heldensage kommen. Was willst du machen? Am Schneidersitz meditieren, bis sie tot umfallen? Fall doch selbst tot um. Okay. Wer zeigt mehr Finger? Karte? Joa, kann ich einmal gerade kurz hinlaufen. So weit ist es ja nicht. Aber Leute, ich kann euch eins sagen. Ich werde das jetzt hier nicht ohne Blutvergießen machen. Ich sag mal so, die haben es ja eh verdient. Und wenn der Mönch mich danach hasst, mir egal. Ich habe trotzdem die Mission erledigt. Speichern. Ach, das ist die Mission, die man aus... Ein der Trailer kennt. Warum muss ich schon Wahnsinn spielen? Wie wäre es, wenn wir ihm statt dem Arm so was Knarre verpassen? Dann würde er jetzt mal wieder pissen. Und dann startet er seine eigene Sekte, die Lunden des Mords. Warum, Buddhas? Das war mein Witz. Bitte. Dama hat mir Frieden gebracht. Nehmt mir das. Hier halten sie. Oh, toll. Wollte eigentlich mich ducken. So. Okay. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Glauben. Bitte. Ich will das nicht. Ganz locker. MP-Granaten noch mitgenommen. Mal hier nochmal rein, gucken, was es hier für Nachrichten gibt. War Young auch irgendwie so ich Spam-Scheiß. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Oh, Fenrir. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Sieht so aus, als wäre ich rechtzeitig gekommen. Alles in Ordnung? Haben sie dir was angetan? Ich hatte Glück. Sie haben gesteht, in welches Implantat witziger wäre. Cyberpsychos. Einer wollte mir den Kiefer abnehmen. Was für ein grausiger Gedanke. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Aber wie kommt's, dass du genau in diesem Moment hier aufgekreuzt bist?
Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombuddhas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche lustig passiert. Sein. Voll danke, gegessen. Dass du mich gerettet hast. Aber mein Reben ist es nicht wert, dafür zu töten. Eine gute Tat rechtfertigt nicht das Leid, das du verursacht hast. Na, heul nicht. Was du getan hast, war der Inbegriff des Bösen. Dein Bruder war sympathischer. Wie hat Maelstrom dich überhaupt geschnappt? Die meisten gehen ihnen aus dem Weg. Wir sind fremd hier. Wir wandern von Ort zu Ort. Wir sind erst kürzlich nach Night City gekommen und hatten keine Zeit, etwas über die Gefahren zu lernen. Leben Mönche nicht in Klöstern? Früher nicht. Mein Bruder und ich gehören einer Gruppierung an, die ältesten Lehren Buddhas befolgt. Es ist ein lehrreiches Leben. Immer wieder treffen wir die ungewöhnlichsten Menschen. Das sieht man. Ich weiß, was Sarkasmus ist. Und natürlich weiß ich, dass die Welt gefährlich ist. Aber wer kein Risiko eingeht, wird nie erfahren, was vor seiner Haustür liegt. Du verstehst das sicher. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier. Auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, der nun gerettet werden muss. Dass Mönche aber auch so undankbar sein können. Wie viel Mantras musst du beten, weil du seinen fleischlichen Arsch gerettet hast? All das Gelaber über gute und schlechte Menschen in der Welt nervt. Es gibt nur gute und schlechte Entscheidungen. Du musst eine gute getroffen haben. Sonst wäre dir nicht diese Schatzkiste voller Chrom in den Schoß gefallen. Mir gefällt, wie du das siehst. Tja. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Hier draußen ist ja noch einer. Ah, da nicht mehr. Okay. Porno-BD. Hier kriegst du alles. Feuer, Fick, Hautschmerzen, Fick dich selbst, BDSM-Orgie und noch viel mehr. Okay. Was haben wir denn für eine geile Waffe bekommen? Und zwar der 196 Schaden. Das ist auch eine Power. Testet doch mal aus. Bringt preislich günstiger als die andere, ist aber eine ikonische. Auch. Zack. Packen wir da das drauf. So. Ich führe illegale Aktivitäten aus. Sorry. Kleptomanie. Hier sollst du etwas für einen Auftraggeber stehlen. Geht klar. Geht's da oben weiter? Nee, ne? Da ist zwar eine Tür, aber ich glaube nicht, dass es da reingeht. Ja, wir hätten das jetzt auch anders lösen können, dann wäre der wahrscheinlich anders drauf. Aber so sind wir ja nicht. Wir sind Ballertypen. Also mindestens bringen wir die Leute um. Sehe, die Polizei reagiert wieder auf mich. Da raste ich aus. Na gut. Mal können wir hier gerade noch einmal verkaufen. Und zwar safe das Sturmgewehr. Leichtes Maschinengewehr. Nur aufpassen, dass ich die hier oben nicht verkaufe. Zack.
Also vier mehr, ne? Sollte ich mal vielleicht dann anziehen. Ach ja, hier sind ja wieder die ganzen Sachen. Mal behalte ich ja mal zur Sicherheit. Zack. Inventar, Hose ändern. Wenn sie eigentlich vom Seltenheitsgrad billiger ist. Wir haben einen eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone, dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original-BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Moin, Utzel. Ja, soll ich noch ein bisschen mehr aufdrehen? Habe ich mal gerade noch ein bisschen gemacht. Nur mal ein bisschen Angst, dass wenn ich mal ein bisschen lauter rede, dass es dann gleich übersteuert. Aber danke für den Tipp. Wie geht's dir? Ja, ich hab ein bisschen alles ein bisschen runter quasi gedreht. Damit, weil ich gemerkt habe, dass sehr schnell sonst bei hohen Ausschlägen übersteuert. Deswegen habe ich einfach alles im gleichen Maße runtergemixt, dass man einfach quasi so dann das den Fernseher oder die Box ein bisschen lauter macht, das Headset etc. Dann sollte es sich eigentlich wieder ausgleichen. Feiertagsmüde. Ja, nicht schlecht. Ja, ich musste heute wieder arbeiten, deswegen könnte besser laufen, ne? Aber nee, ist alles cool. Alles cool. Wenn man abends ein bisschen Cyberpunk spielen kann, läuft, ist alles gut. Mein lieber Freund, der TV-Prediger Bryce Stone, fragt nicht, die Sache ist kompliziert, braucht unsere Hilfe. Sein Junge wurde entführt und ein paar Tage später auf brutale Weise ermordet. Das NCPD hat den Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bryce wollte die Sache nicht ruhen lassen und konnte die BD-Aufnahme des Mordes an seinen Sohn aufspüren, aber die Vertu wurde stark geschnitten, sodass sich darauf kaum Hinweise befinden. Wenn es dir gelingt, das Rohmaterial aufzutreiben, könnten wir vielleicht den Mörder identifizieren. Die Vertu werden in zwei XBD-Tunern, Gottfried und Frederick, in Northside produziert. Ich wette, sie haben noch irgendwo das Original herumliegen. Aber nimm dich vor den Maelstrom in Acht, die sie beschützen. Boah, dann gehen wir doch mal hier oben rein. Wartet mal, speichern noch mal. Hast du den gesehen? Der, wo dieser Borg-Freak eine Oma von oben bis unten aufschlägt. War natürlich mal eine schöne Abkürzung hier. Ja klar, habe ich mir die Skippy schon geholt. Oh, ich hole sie mal raus, hier. Beste Pistole überhaupt. Oben ist aber ein bisschen sehr ruhig. Kurz bevor er... Klar, Junge, sonst fühlt es sich an, als würde man ein Kissen abstechen. Auf. Okay, oh. Ein Bild zurück. Weg, um uns zu hören. Erweitere Schmerzfeedback. Okay? Wir tun uns verkaufen. Wir drehen nichts davon. Wirklich. Wir Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmtem? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. XBD von einem Predigersohn. Ermordet. Klingelt da was? Welcher Prediger? Gerade eine Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddys heißen. Da brauche ich mehr Infos. Bryce Stone, einer von N54.
Sohn hieß Bobby Stone, 12 Jahre alt, als er starb. War er schwarz, weiß, Latino, irgendwas Auffälliges. Wie wurde er umgebracht? Das wollen wir rausfinden. Ich glaube, ich weiß, welchen sie meint. Bidi 9430. Den Predigerjungen. Wer hat ihn umgebracht? Von wem habt ihr den Ex-Bidi? Niemand gibt uns irgendwas direkt. Wir haben tote Briefkästen. Das war's. So bleibt alles sicher. Für alle Beteiligten. Der Ex-Bidi war ungeschnitten. Irgendwas muss euch aufgefallen sein. Irgendein Hinweis. Spiegelbild, Tattoo, irgendwas. Unser Interesse liegt in der Imperfektion selbst. Nicht in ihrem Erschaffer. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Nimm ihn einfach. Freddy! Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. So, Hutze. Ja, müsste jetzt ein bisschen lauter gewesen sein. Ich hab nochmal... danke aber auch für den Hinweis, dass vielleicht ein bisschen leise war. Kurz zur Skippy. Ich habe sie so eingestellt, dass sie nicht tödlich ist. Weiß jetzt nicht, ist das richtig? Also ich fand das halt... Ja, da. Der ist es. Nimm ihn einfach. Kann ich jetzt die Jungs eigentlich immer noch umgehen? Könnte sie abknallen, ja, aber das wird ja Geräusche machen. Dann hacken wir uns mal hier rein, während die da. So, warte mal, da ist ja noch eine Nachricht. Was sagt denn die Nachricht? Hey Gottfried, ich brauche neue Ausstellungen zum Tune von BDs. Was würdest du mir empfehlen? Darf ich aber nicht zu teuer sein? Hey Max, du willst uns wohl das Geschäft streitig machen, was? Wenn das Zeug nur für dich ist, kann ich dir gerne Geräte ausleihen, die ich nicht mehr benutze. Übrigens, was ist eigentlich mit neuen Aufnahmen? Du hast es echt drauf. Super, ich komme vorbei und hole die Sachen ab. Keine Sorge wegen den Aufnahmen, ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Ah, okay. Ich weiß gar nicht. Kann man schon sehen, wie viele Kills man mit der Waffe hat? Nee, ne? Weiß gerade nicht. Wir sagen keinem, dass du da warst. Wir schwören's. Eigentlich sind das ja richtige Assis, ne? Naja, aber egal. Wir haben unseren Auftrag erledigt. Ja, sie geht glaube ich noch auf. Sie geht glaube ich noch auf. Sie ist so, das ist. Ja, die KI ist lustig. Auch, dass sie manchmal zu früh schießt oder so Gags rausbringt wie, oh, das ist mir noch nie passiert, dass ich zu früh losgeschossen habe. Was ich nur manchmal nicht verstehe, zum Beispiel, ja, der trifft die ja den.
Kann das scheiß Bein nicht richtig anvisiert werden oder was? Jetzt kann ich die beiden Typen natürlich trotzdem nach oben bringen. Eigentlich. Klick mich mal in aller Ruhe hier ein. 55 BD 1C 55. Kommen wir nirgendwo hin, ne? 55 BD 1C, okay. 55 BD 1C. Ja, dann legen wir jetzt die beiden Leute da noch um. Komm. Weil jetzt hier eh so viel Terror gemacht haben. Ihr beiden Schweine. So. Ihr macht hier nichts mehr. Gottfried, macht was du willst. Mach ich auch, das war's für mich. Ich sag's nochmal, mach was du willst oder brauchst du meine Erlaubnis oder meinen Rat. Sorge konnte nicht antworten, du treibst es entschieden zu weit, was du machst ist völlig verrückt und dann ziehst du noch deinen Sohn mit rein. Ich meine, das ist doch krank, das wird böse enden. Jetzt wo du Eddies hast, kannst du dein schlechtes Gewissen endlich leisten. Gotti, lass wenigstens Fredrik da raus, Mann. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ja, das ist ein guter Tipp. Die vorher ein bisschen anzuballern und dann. So. Hey, soll ich hier verrecken? Du bist als nächstes dran! Das Schöne an der Waffe ist ja, dass sie mitlevelt, ne? Boah, jetzt hat er sich ein scheiß Medium reingelassen. Boah, jetzt wieder. Piss dich. Das ist nicht wahr, ey. So. Das stimmt schon, ey. Da ist schwierig, alle damit zu killen, wenn die sich. Ja, andersrum wäre dann ja echt ätzend gewesen. Aber ich habe mir schon fast sowas gedacht. Das war irgendwie zu easy auszuwählen, dass sie direkt auf den Kopf geht. Also, irgendeinen Kniff dachte ich mir schon, passiert da. Die anderen beiden sind unten, okay. Oh, fuck. Komm. Jetzt verpiss dich. Danke. Nee. Autos habe ich noch gar keine. Autos habe ich mir noch gar keine gegönnt. Ich dachte mir, das kommt erst noch. Okay, zu viel Text. Jetzt haben wir ja hier doch aufgeräumt. Er war mal so schön sneaky und dann hat uns da oben der eine noch gesehen. Aber egal. Oh, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass der nichts kostet, aber da nicht mehr zu reparieren ist. Nur bemerken, dass ich mal nach dem Ausschau halte, wo es den gibt. So, das war's. Haben wir den Bereich geklärt und noch schöne Sachen. Ja, ich habe schon gehört, dass es illegale Autorennen gibt. Vielleicht wäre es dann gut, das Auto nachher dann dafür zu haben, für die illegalen Autorennen. Wenn es wirklich eins der schnellsten ist.
Arbeit wie. Ich hoffe, dass man so den Wichser findet, der das aufgenommen hat. Auftrag abgehakt. So. Inventar. Hose. Oh, bringt noch ein bisschen mehr. Sieht aber scheiße aus mit den Sachen, die wir anhaben. Ciao, Hose. Diese Brillen, die sehen so bekloppt aus. Ciao. Alter, die bringt gut viel mehr Panzer. Ist genau die gleiche, nur eigentlich ein schlechterer Wert. Also zerstören, perfekt. Hier so, oh, 200, 100, 190, perfekt. Ja, der wird mir mehr Panzerung bringen, aber sorry, die sieht doch mega viel, viel geiler aus. Ne, Mighty Jingles, den Kanal kenne ich nicht. Aber ich habe, warte mal ganz kurz, einen Moment. Vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen, aus dem, der das Let's Play sieht. Ich habe Folgendes. Das Official, der Official Guide von Cyberpunk. Ein richtiger dicker Klopper, wenn man sieht, wie dick der ist. Und da steht jede Mission, jedes Auto. War das so ein bisschen? Steht da drin. Aber das möchte ich natürlich nicht vorher lesen. Der erste Durchlauf, den probiere ich mir möglichst jungfräulich zu halten, um einfach, ja, um die Sachen selber zu erleben. Und wenn ich ein paar Sachen verpasse, das finde ich gar nicht schlimm, denn es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Mal durchgespielt. Und dann, dabei werde ich dann schön... mir entweder Videos angucken, beziehungsweise hey, da werde ich lieber den Guide lesen. Und ich glaube, damit fahre ich dann ganz gut. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen mehr Panzerung. Ja. Achso, und Waffen nochmal schnell durchschauen. Haben wir schon was Neues? Alter, die Maschinenpistole ist geil, weil die brennen einfach die ganze Zeit. Das ist mega. Und ich habe ja auch hier noch so ein kleines Zeichen. Ich glaube, da gibt es auch noch... genau, das ist halt die Sache, Hutze, dass ich, wenn man dann halt nicht sich vorher spoilern lässt, dann erlebt man die Sachen nochmal neu. Also erlebt man sie das erstmal und dann ist es irgendwie cooler, das zu erleben. Aber da hier so ein kleines Symbol ist, muss ich ja wahrscheinlich auch noch eine Mission machen. Ne? Bei der Skippy. Was gibt es denn hier so für... Also ich will auf jeden Fall wieder eine smarte Schrotflinte, aber die sind einfach zu geil. Wenn die Kugeln da hinter denen herfliegen. Aber dann werde ich jetzt erstmal häufiger mit der Pistole auch schießen. Denn hier Sachen... Ja komm, ich verkaufe mal hier noch ein paar Waffen. Waffen verkaufen. Die kann weg, die kann weg, die kann weg, die nicht. Ich muss auch mal gucken, was das mit diesen ikonisch noch auf sich hat. Ob das so... Das sind wahrscheinlich so einmalige Waffen, ne? Und, das kann weg. Die man wahrscheinlich nur einmal findet. Achso. Und ich habe ja hier, glaube ich, noch Messer, ne? Ja, irgendwas, ja. So. Weiter geht's. Da, achso, da kann ich auch wieder ein Fahrzeug kaufen. Das will ich ja nicht. Dann machen wir da weiter. Ja, genau. Wenn das noch gebalanced wird, das Craften, ey, dann geht's, glaube ich, richtig ab. Dann macht das, glaube ich, richtig Bock. Wenn man jetzt mal so guckt, im Inventar, beziehungsweise Itemherstellung, wenn ich die jetzt herstellen möchte, ey, bis du die so viele epische Komponenten zusammen hast, das dauert einfach ewig lange. Oder, wenn ich hier upgraden möchte, zum Beispiel jetzt diese neue hier, das geht ja sogar noch. Die könnte ich sogar mal upgraden, aber irgendwie, mein Level ist zu niedrig.
steht denn, welches Level ich dafür brauche, um die abzugraden? Bin ich auf die Schnelle gerade nicht. Aber die Teile hätte ich auf jeden Fall dafür. Könnte die aber auch nur minimal stärker machen. Ne? Wahrscheinlich findet man jetzt im Laufe des Spiels kurz Zeit später was Besseres mit anstatt 205. Ja, genau, so Exploits. Da bin ich auch nicht so der Fan von, weil meistens zerstört das auch dann richtig heftig das Balancing. Ne? Dann, so haben die Entwickler sich das ja meistens dann nicht gedacht. Ne? Ich habe Itemherstellung Level 2. Aber witzigerweise steht hier nicht, welches Level ich bräuchte, oder? Das sehe ich, übersehe ich einfach irgendwas. Welches Level ich bräuchte, um... Charakter, was steht da? Charakterlevel zu niedrig oder Attributanforderung nicht erfüllt. Item kann nicht ausgerüstet werden. Okay, ja gut, keine Ahnung. Dann muss ich nochmal schauen, wann das geht. So, Karte. Darunter möchte ich. Dann laufe ich hier geradeaus und dann nach rechts. Das wird auch wohl gehen. Dann ist halt blöd, ey, wenn man dann einmal das Balancing zerstört hat, indem man sich irgendeine Waffe geholt, irgendwie ergaunert hat, die man noch gar nicht haben sollte. Oder so, oder halt irgendwelche krassen... Oh, wie komme ich denn da hin? Sieht doch auch jetzt hier, wenn ich hier rechts gehe, dann komme, ne? Ah ne, da geht's leider nicht durch. Da wird irgendwie geballert. Push mit Kurs war gestern. Okay. Ja, also grafisch ist das eh eine Wucht, ey. Grafisch muss ich einfach sagen. Man ist... Oh, ich hab gar keine Pistolenmunition mehr. Okay, dann muss ich es leider anziehen. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Oh, wie Roboter. Das kann ich natürlich nicht helfen. Diese super schnellen Gegner sind auch mega nervig. Zack, der brennt sofort. Das ist halt mega geil. Ey, die fangen sofort an zu brennen, wenn man die ein paar Mal trifft. So, und jetzt verbrennt die. Genau, also was auch noch gemacht werden muss, also gebe ich dir recht, grafisch klasse, aber halt noch ungeschliffen im Sinne von Performance. Rennt der auch da oben schön weg. Ach, das war hier sogar so ein Gebiet, was ich eh klären musste. Dran vorbeikommen. Na komm, na komm. Willst du dich zeigen? Na gut, jetzt stirbst du eh. Tschüss. Jetzt noch einer kämpft? Nein, ne? Okay. Ja, klar. Hatten wir ja letztens schon drüber gesprochen. Wenn man warten kann, ist das natürlich top. Dann sollte man das wahrscheinlich auch einfach machen. Achso, ich muss die ganze Gegend hier einfach von Gewalt sichern. Okay. Machen wir das gerade schnell. Da links gibt es nämlich noch irgendwas. So, du stirbst auch weg. Ah, die Waffe ist einfach übel. Ja, Mission abgeschlossen. Perfekt. Ja, gucken wir mal, was wir hier noch Schönes einsammeln können. Aua, aua. Irgendwie bin ich ins Feuer gelaufen.
Dieser Doppelsprung ist einfach geil. Der Doppelsprung ist einfach geil. Was haben wir hier noch? Oh, was hast du denn Altes ausgepackt, wenn es 25 Jahre alte Sachen sind? Was gab's denn da so Schönes, was dich nochmal interessiert hat? Wird gar nichts einfallen, was... Oh, was haben wir denn hier? Schema Buzzsaw. Geil, epische Item-Komponente nochmal. 6 Stück. Alter, das war ja richtig gut, die zu killen. So Leute, jetzt sagt noch einmal, ich soll nicht immer alle Nebenmissionen machen. Hahaha. Wie lautet der Auftrag? Mr. Rover, wir kennen uns schon eine Weile. Ja, ja, komm zum Punkt. Was will der Police Commissioner von NC von mir? Schreib ihn nicht als Police Commissioner. Es geht um eine Privatangelegenheit. Meinetwegen. Und es geht um die Landstreicher auf dem Grundstück im NID. Sie wissen, wen ich meine, oder? Das Grundstück, das dieser Scob-Lutscher gekauft hat. Er ist Entwickler, aber ja, genau das. Um es einfach auszudrücken, die Landstreicher müssen verschwinden. Könnten Sie das für uns erledigen? Wir wollen die Sache nicht über die offizielle NCPD-Kanäle regeln. Wir? Ich dachte, die Sache ist privat. Na schön, könnten Sie die Sache für mich erledigen? Ich zahle gut. Okay, wir kümmern uns um die Typen, aber kennen keine Patrouillen, während wir dort sind, damit wir deine Leute nicht auch erledigen müssen. Kein Problem. Okay, NCPD ist... sind ja geil drauf. Oh. Ach, geil. Ja, okay, verstehe. Die ganzen alten Strategiespiele. Ja, aber die kann man auch noch gut spielen. Also, gerade wenn es noch keine 3D-Strategiespiele waren, weil die sind leider ein bisschen schlechter gealtert. So die ersten 3D-Strategiespiele. Aber, sonst so die, Die normalen 2D-Strategiespiele wie ein altes Age of Empires oder so auch, ey, oder die alten Command & Conquer. Für mich hätte es da keinen Remaster geben müssen. Einzig halt nur, damit es auf den neuen Systemen auch läuft, aber... Ah, da war nämlich noch was. Das habe ich doch noch gesehen, genau. Zack. Hier noch ein bisschen Munition. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Battle Isle auf, da muss ich sagen, das kenne ich nicht. Ey, ich muss doch eigentlich hier einfach nur durchkommen, oder? Könnte ich mir jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen muss. Ja, da oben ist so eine Tür. Ist nur die Frage, komme ich da oben drauf? Wo der war? Ja klar, hier ist ja die Treppe. Die Leiter. Das ist halt auch das Geile an dem Spiel, ey. Dieses Level-Design, ey. Diese Dreidimensionalität nach oben auch. Oh, ist zum Glück bin ich hier oben lang gelaufen. Epische Komponenten. Achso, warte mal. Was hatten wir jetzt gerade eigentlich für ein neues... Die war das, ne? Nee, fehlen ja nicht. Die hier. Buzzsaw. Ikonische, seltene Maschinenpistole. Geil. Die ist auch ikonisch, Fenrir. Kann ich sogar schon fast bauen. Dafür brauche ich die normale Fenrir. Ach so. Warte mal, die Fenrir, die habe ich doch gerade... Ist das die, die ich gerade in der Hand habe? Ja, ne? Genau. Jetzt frage ich mich, was ist aber das hier? Fenrir? Oder was ist das, wenn ich hier auf Fenrir gehe? Da bleibt sie scheinbar blau, ne? Hier benutze ich sie... mit den restlichen Komponenten, um eine lilane Waffe rauszumachen. Die aber scheinbar gleich stark bleibt. Erforderlicher Vorteil ist Technik-Genie. Das hergestellte Item erhält einen zufälligen Wert. Kritische Trefferchance, okay. Das hergestellte Item verursacht einen zufällig ausgewählten Schadenstyp. Okay. Sie kriegt dann einen neuen Schadenstyp und einen neuen Wert. Welchen Wert hat sie denn jetzt gerade? Das ist ja mal mega kompliziert gemacht.
Thermalschaden. Ach, Power. Okay. Und dann kriegt sie... Ah, nee, Chance auf... Okay. Die Frage ist... Ja, das Craften ist ziemlich unübersichtlich. Du hast recht. Die Frage ist nämlich... Kriege ich das noch oben drauf zu meinen jetzigen Werten? Also hat sie danach Schock, zum Beispiel Thermalschaden und noch Schockschaden oder sowas noch drauf? Ey, wenn das mir jemand mal erklären könnte, wäre das natürlich mega nice. Ah, hierfür braucht man nämlich dann auch die normale Chaos-Pistole, okay. Aha. Ah, für manche Sachen braucht man... Okay, die kann ich gar nicht herstellen, weil die nämlich noch das... Ah, da brauche ich gar nicht auf Craften gehen, weil ich werde Ausnahmetalent niemals bei meinem Charakter... Wo ist das? Bei technische Fähigkeiten, Itemherstellung... Wo ist denn Ausnahmetalent? Bestimmt irgendwas Letztes, ne? Ja. Da müsste ich Level 18 Techie werden. Und ich gehe nicht auf Techie. Von daher brauche ich gar nicht mehr auf Craften gehen. Dann verkaufe ich jetzt lieber alles, weil Craften bringt mir einfach nichts mehr. Dann scheinbar. War es natürlich nicht schlecht, dass man mehr Items hält, aber... Ja, hier, hohe Kunst müsste ich zum Beispiel auch drauf... Das könnte ich noch erlernen. Also, bis zu hohe Kunst könnte ich gehen. Aber... Das ist natürlich wäre nicht schlecht gewesen. Ermöglicht das Umwandeln von Items von niedriger Qualität in hochwertigere. Dann zerstört man zum Beispiel ein blaues und kriegt dann lila eine... Sachen raus. Ja, sehe ich genauso, Hutze. Also Craften, hast schon recht, dass es im Moment sinnlos ist, also weil man bessere Sachen findet. Aber ich finde es halt so schade, weil ich habe jetzt schon irgendwie so coole Sachen, hier sowas, ne, die Ashura, wäre halt schon ein nettes Maschinengewehr, ne, aber das wird man wahrscheinlich finden, klar. Aber, klar, wenn man Ausnahmetalent, also da musst du halt voll darauf gehen. Da muss man halt voll auf diesen einen Skill gehen und da kann man nicht gar nicht so diversiv das machen. Das ist halt dann. Hol dir deine Belohnung ab, okay? Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kannst zur Zeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall, wie man es nimmt. Na toll, wäre ich mal vorher gekommen. Such was aus. Wäre ich mal vorher gekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriege ich, also was ist jetzt, was darf ich mir... Okay, boah, der hat nur geilen Scheiß. Boah, der geilen Scheiß. Das ist alles noch weit über mein Level. Verringert Abklingzeit von Cyberware, erhöht die Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes um 2 Punkte. Naja, bringt. Kann ich halt reinmachen, weil ich es eh im Besitz habe, ne? Und dann kann ich später immer noch erhöht die Breach-Dauer. Ja. Fällt deine Gesundheit, wird dein. Ja, okay. Was kann ich mir jetzt bei dem holen? Da hieß es ja, ich kann mir eine Belohnung abholen, aber was ist meine Belohnung? Was ist meine Belohnung? Kann ich das jetzt eigentlich... Ah, okay, kann ich nämlich nicht. Ich dachte schon, dass ich das denken könnte. Hier erhöht Panzerraum um 200 und dann nochmal um 90. Das wäre ja richtig krass. Das heißt, ja gut, die beiden kann ich jetzt halt vergessen, ne? Danke, Hutze, hau rein und viel Spaß heute Abend. Und guck mal demnächst wieder rein. Freut mich. Schönen Abend dir noch. Skelett hat er nichts. Hände hat er ein bisschen was verfügbar. Benutzung der Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen verbindet. Ja, ich habe doch Smart, ne? Erhöht die Benutzung, verbindet. Aber dann als quasi Implantat, okay. Aha. Soll mir was bringen?
Na gut, ich könnte halt, kann ich jetzt halt da einbauen, ne? Könnte mir vorstellen, dass das das Questing war, weil das hat nämlich 0 gekostet, komischerweise. Ja gut, die Sachen benutze ich ja nicht. Beine. Kann ich auch nichts machen. Höchstens noch hier wert. Aber der hatte der eine halt viel geilere Sachen. Zwar viel teurer, aber viel geiler. Bei 15k, nee, dann gehe ich lieber auf dieses ganz fette Ding dann mal. Hier für die. Ja, ich glaube. Entschuldigung, Leute. Ich glaube, die Dingens war. Das war's. Was wollte ich sagen? Oh, Präzisionsgewehr. Neben Sniper? Nee, ne? Verkaufen wir lieber. Ja, wie gesagt, dann können wir jetzt einfach alles verkaufen, weil Craften bringt leider dann im Moment wirklich fast nichts, da ich gar nicht die Skills dafür habe. Bald mal so ikonische Waffen. Ich muss die auch endlich mal wegpacken, ey, sonst verkaufe ich die noch irgendwann aus Versehen. Fertig, weiter geht's. Da kann ich ein Fahrzeug kaufen. Ja, Nebenmission unentdeckt. Gehen wir als erst dahin und dann darüber, ne? Oh, wir gehen erst darüber, dann dahin und dann können wir nämlich hier rüber ziehen. Yep. Ist das hier auch nur Auto? Ja, das war auch nur Auto, okay. Sowas wäre halt schön, wenn man das jetzt einfach mal ausblenden könnte. Natürlich praktisch, weil das natürlich gar nicht mehr machen möchte. Oder erstmal nicht. Als Wildes Geschrei im Totentanz ist keine Schlagzeile wert wie. Vielleicht übt er bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Oder es ist was viel Schlimmeres. Solltest du mal checken. SOS Söldner gesucht, was? Night City mag keine Leute, die gerne in Hornissennestern herumstochern. Max Jones. Nun sagen wir, er stochert am liebsten gleich mehreren auf einmal. Und zwar so heftig, dass jetzt irgendjemand die Schnauze voll hatte und ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Mir wäre aber daran gelegen, dass er am Leben bleibt. Max Jones, dein alter Freund aus meinen Anfangstagen. Wir haben mal gemeinsam einen Podcast über unabhängige Pharma geschrieben, die von Biotechniker-Drohnen verjagt wurden. Ah, das war noch Zeit. Heute geht Max nicht mehr ans Telefon, wenn ich ihn anrufe. Ziemlich sturer Bastard, aber ich hänge ja an ihm und befürchte, dass er langsam aber sicher komplett den Verstand verliert. Er meint vielleicht, er kommt gut allein klar, aber das glauben alle jungen Idioten, halten sich für unantastbar. Mach ihm klar, dass er Vernunft annehmen muss, okay? Ich schickte die Koordinaten zu seinem Versteck. Wenn ich ihn finden konnte, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es die Gegenseite tut. Mit euch hier. Ich muss dich nicht daran erinnern, dass ein Maelstrom-Hotspot ist, oder? Wenn du bestätigen kannst, dass ein Cyrus sich dahinter steckt, hat ihn halt ihn bitte am Leben. Danke. Okay. Erstmal in aller Ruhe verlinken, Leute. Ganz ruhig erstmal verlinken. 1C, 1C, 55, 1C. 1C, 1C, 55, 55. Okay. 1C, 1C, 55, 55. 400 bekommen. Es geht hier ab. Okay, wir haben erstmal das Überwachungsgerät ausgestellt. 1C, E9, 1C, 1C, E9, 1C, 1C, okay. 1C, E9, 1C, 1C.
Nochmal 400. Ein paar Eddies. Okay, ich glaube, ich gucke mal gerade doch lieber durch die hier, Remote übernehmen. Breach-Protokoll ausführen. 1C55BD. 1C55BD. Schalten wir das Ding mal aus. Schärfen das Ding. Nächstes Gerät. Ah, das ist natürlich das, was hier hinguckt, ne? Auch entschärft. Ja, wie lange. Wann kriege ich wieder neuen Speicher, ist die Frage. Okay, den habe ich wenigstens schon mal ausgeschaltet, das ist schon mal gut. Ah, jetzt kann ich den auch noch ausschalten, schnell. Perfekt. Bleib mal lieber geduckt. Wer weiß, ob das nicht, dass ich hier irgendwie eine Mine. Und ich speichere mal lieber gerade ab. Nicht, dass ich hier irgendwie eine Mine übersehe und. Und dann haben sie die Kameras eingepackt und euch vergessen. Genau. Und diese Implantate, die mussten wir zurückgeben. Wurden nur durch so uralte Schrottdinger ersetzt. Die haben uns verarscht. Uns alles genommen und uns dann ausrangieren wie... Alles gut. Ich verstehe schon. Was ist hier passiert? Runter. Reden wir. Nein, ihr Wichser kriegt mich nicht lebendig. Ich mache was, was ich sonst ja eigentlich nicht mache, aber da es jetzt so knapp ist, werde ich das jetzt doch einmal machen. Ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn ich Nein sage. Einfach weil ich jetzt gerade passend gespeichert habe, kann man das ja mal ausnutzen, ne? Könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich sowas machen darf oder nicht, oder machen soll oder nicht, oder einfach mit den Konsequenzen leben. Normalerweise muss ich das ja. Und Kameras eingepackt und euch vergessen. Genau. Und diese Implantate, die mussten wir zurückgeben. Wurden nur durch so uralte Schrottdinger ersetzt. Die haben uns verarscht.
uns alles genommen und uns dann ausrangiert wie... wie... Alles gut, ich verstehe schon. Okay. Oder ob ihr das nicht so lustig findet, wenn man das macht. Aber was heißt lustig, finde ich auch, dass ihr sagt, das gehört halt so zum Spiel, dass man auch falsche Entscheidungen trifft. Also es ist ja vielleicht keine falsche Entscheidung, vielleicht ist es auch die richtige. Vielleicht wird er jetzt das Gleiche tun. Ich geh mal ohne Waffe rein, ob sich da schon was ändert. Antworte oder ich schieße. Nein, ich heiße V. Regina hat mich geschickt. Er ist halt dumm. Regina. Kreuzweise. Ist die geladen? Okay, sie ist geladen. Eine Selbstmorddrohung? Dachte, du sollst mich für einen Konzern mundtot machen. Dann wärst du so oder so gestorben. Aber es wäre meine Entscheidung gewesen. Diese Schweine kontrollieren alles, aber ich entscheide für mich. Das kannst du Regina ausrichten. Ich gebe nicht auf, anders als sie. Hab das Interview auf dem Weg hoch gehört. Ich habe mit dem Senden angefangen, sobald ich dich gesehen habe. Ich war noch nicht fertig, noch nicht ganz. Aber so hören die Leute wenigstens die Wahrheit. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt ein Kopfgeld auf dich. Mhm. Ja, mir ist es auch scheißegal. Aber Regina will dir helfen. Mir helfen? Die braucht doch Selbsthilfe. Beste Journalistin, die ich kannte. Meine Mentorin. Und jetzt? Die hat sich verkauft. Aber ich lass mich nicht kaufen. Ich nicht. Regina war deine Mentorin? Nicht nur meine. Sie war die beste Kriegsreporterin in Night City. Aber dann ist sie Fixer geworden. Wie schon gesagt, hat sich verkauft. Früher war das anders. Da hat man Journalisten noch zugehört. Wir haben diese dreckigen Geschäfte immer Schritt für Schritt verfolgt. Und jetzt? Jetzt kannst du beweisen, dass Holt Geld von Arasaka nimmt. Kein Jungs. Warum hast du die Reportage über die Veteranen gemacht, wenn dich alles ankotzt? Damit Leute darüber nachdenken und Fragen stellen. So wie du jetzt. Vielleicht wird aus dem Körnchen Unwohlsein echter Widerstand. Man muss es zumindest versuchen. Komm schon, gehen wir. Wenn du verreckst wie der Penner da, hilft das auch nichts. Doch wegrennen verändert nichts. Ich brauche deine Hilfe nicht. Echt? Nur um Regina eins auszuwischen? Hast du ihr was zu beweisen? Red keinen Scheiß. Dir ist die Wahrheit doch angeblich so wichtig, oder? Wenn du wissen willst, wie Regina jetzt ist, was sie macht, dann red halt mit ihr. Mhm. Es würde ihr echt eine Menge bedeuten. Max? Ich rede mit dir. Doch mehr nicht. Mehr will ich gar nicht. Gut. Muss nur noch was runterladen. Okay. Eine Riesensumme ausgesetzt. Irgendwer hat den... Achso, Regina hat eben schon geschrieben. Wagen wartet auf dich, okay. Ja, ja, ich will hier aber erstmal alles looten, bitte. Vorher, danke. Auch das kommt wahrscheinlich eh nicht mehr. Oh ja, perfekt. Oh, D5 Sidewinder. Smart. Oh, ein Smart-Sturmgewehr. Labert doch nicht.
Liebeswarte, was soll denn? Da. Inventar. Und es ist auch noch viel stärker. Obwohl es weniger Schaden macht und weniger Angriffe pro Sekunde, macht es mehr Schaden pro Sekunde. So, erhöht die Projektilgeschwindigkeit um 50%, deswegen wahrscheinlich. Die probieren wir doch mal aus. Na gut, also ganz kurz, warum ich vorhin gesagt habe, das ist ja richtig blöd. Oder gerade eben. Der Schnipsel Nein hört sich für mich so an, als ob sie einfach nur Nein sagt. Was für mich ja nicht wirklich überzeugend klingt. Während bei dem anderen es heißt, hieß, ach, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die andere Antwort war, die ich als erstes gewählt habe. Da hätte ich halt gedacht, dass sie sich erklärt und sagt, ich bin wie Regina hat mich geschickt, bla bla bla. Ach so, weil sie ihn mit Namen genannt hat, genau. Da gehe ich ja davon aus, dass er fragt, hä, woher kennst du meinen Namen oder sowas. Aber einfach ist nur Nein, wenn das da so vorgeschrieben steht, klingt für mich halt nicht so, als ob da mehr erklärt wird. Ein Fahrer? Ja. Was denn noch? Champagner? Synthi-Zigarren? Wir haben es eilig. Na los! Ja, steig jetzt ein. Mach's gut, Max. Ja, du auch. Sollten hier Gegner sein oder warum tut er jetzt hier so auf? Mal gucken, wo das nächste Missionsziel ist. Nein. Danke für die Hilfe. Bin echt froh, dass du den Sturmbock überzeugen konntest. Jetzt bin ich dran. Auftrag erledigt. Hol dir deine Belohnung. Danke, dass du bei dieser Sache so viel Mühe gegeben hast. Dafür gibt es einen kleinen Bonus. Kannst du ja am Übergabeort abholen. Aber Sicherheit auch mache ich gerne. Was gibt es hier für neue Sachen? Damit. Sieht mega scheiße aus, oder? Boah, sieht kacke aus. Ja, also die Klamotten werden langsam. Das ist halt das Schwierige, ne? Die Jacke sieht halt mega geil aus. Sowas sieht auch noch okay aus, aber ich finde, diese Jacke ist einfach die ikonische Cyberpunk-Jacke. Die muss ich behalten. Mehr habe ich nicht, außer die. Oh, könnte ich die eigentlich mal gleich verkaufen, weil. Die ist auf jeden Fall nicht gut mehr. Was geht hier ab? Probieren wir mal das aus, was Hutze gesagt hat, ne? Gerade im Chat. Dass wir hier 50 Gegner mit töten müssen und dann programmiert sie sich um. Oh, ist das hier der Witcher? Ist das Geralt? Den Kopfschuss bekommen? I don't know. Okay. Oh, hier noch geilen Scheiß ein. Zack. Naja, so geiler Scheiß ist auch wieder nicht. Gerade.
kurz hier nachladen, falls man mal nachher. Was habe ich jetzt Schaden bekommen? Weil ich hier an diesem Stachel. Oh, come on, ey. Stacheldraht vorbeigelaufen bin das. Blown up. Top und verkaufen tun wir jetzt. Das. Ja, die verkaufen wir jetzt. Die bringt halt nichts mehr, ne? Wenn die geil war. aber bringt halt 600 auch rein. 200, obwohl es nicht ikonisch ist, ne? 84 und die, ja, 700 wäre natürlich geil, aber. Doch, würde ich sie lieber behalten. Weg damit. Also, weg. Okay. Wenn man die hier verkauft, ey, puh. Aber ich behalte die mal lieber alle. Vielleicht kann man die nachher noch gut gebrauchen. 8 Splittergranaten. 47 Splittergranaten. Ach, ich habe einfach zu viel, ey. Theoretisch müsste ich die auch verkaufen mal. Warum steht bei manchen eigentlich Schema drunter? Habe ich das Schema? Bedeutet das, ich habe das Schema? Ich glaube, das bedeutet, ich habe das Schema. Um die auch herzustellen, kann das sein? Granaten, ja, okay. Was bedeutet das wohl? Natürlich die Frage, Leute. Ich hole mir mal das hohe Kunst. Kostet ja nur ein. Ja, nix. So. Aber auch wieder, genau, ich wollte ja eh auf Konstitution gehen, weil ich hier bei Vernichtung darauf richtig gehen möchte, ne? Genau. Also da drauf. Gab's hier, warte mal. Athletik. Das war eigentlich ganz gar nicht schlecht. Nee, ich wollte dieses. Das hier eigentlich. Nee, gar nicht wahr. Das Sprinten verbraucht keine Ausdauer. Da muss ich noch auf ein Level warten. Kann ich unendlich sprinten, das ist auch geil. Und im Kampf um 50% schneller ein, das ist auch noch gut. Okay, mehr will ich gar nicht. Also muss ich noch ein bisschen warten. Karte als nächstes dahin. Jetzt kurz einmal abspeichern. Und weiter geht's. Geht mir durch hier. Guck mal, weil die nur noch grün sind, greifen die mich nicht direkt an. Also merken, oh shit, die ist mir zu stark. Mit euch hier. Lass dir den mal zu in Ruhe. Okay. Was? Street Cred dafür bekommen, dass wir hier was Gutes, eine gute Tat wieder mal getan haben. Den Cyberzug, okay.
Blutmenge weist auf tiefe Wunden in Spuren von Alkohol. Der Kunde, Kundin. Wir müssen Sie leider informieren, dass Ihr Versicherung bei Traumateam aufgrund einer fehlenden Zahlung abgelaufen ist. Bitte reaktivieren Sie Ihre Kreditkarte unverzüglich, damit wir in den gefährlichsten Momenten des Lebens weiterhin auf Ihre fehlende Sicherheit und Gesundheit sorgen können. Wenn es um Ihr Leben geht, sollten Sie niemals zögern. Traumateam. Ja, das konnte er sich wohl nicht leisten. Scheinbar. Crazy Graffiti. Wieder irgendwo ins Feuer reingelaufen. Geil. Blutspur. Okay, ist weg, weg. Also ich habe die ja manchmal nicht getroffen. Oh. Hacken und schneiden. Yeah. Okay. Ich habe mich ja immer gewundert, warum ich die manchmal nicht treffe. Es lag wirklich daran, dass er natürlich probiert hat, auf die Beine zu gehen. Und wenn die dann hinter einer Wand waren und er konnte die Beine nicht treffen, dann ja, hat er sie halt nicht getroffen. Deswegen brauche ich mich natürlich nicht wundern. Körper mit schweren Verwundungen. Okay. Hoff hat gesagt, du bist heute damit dran, die Sauerei von Briggs Köter wegzuwischen. Sonst findet der Boss noch raus, dass wir nicht eine Leiche, sondern einen tollwütigen Köter aus ihm gemacht haben. Sanders, im Ernst, der macht uns mehr Arbeit als er uns spart. Oft, das ist, als hätte man einen abgerichteten Puma oder sowas. Echt, ey, der knurrt und heult und faucht so viel, dass ich nicht schlafen kann. Was habt ihr mit ihm gemacht, dass er so rumschreit? Haben ihm bloß gezeigt, was passiert, wenn man sich mit Royce anlegt. Der hatte die Idee, ihm sein altes Chrom rauszureißen und wir haben ihm die Fresse zusammengetreten, als wäre es eher eine Skiff-Pinata. Also reden kann er nicht mehr, nur noch heulen wie der wie die Verrätertöle, die er ja auch ist. Aber das heißt, dass du einen Wischmopp holen und das ganze Blut und die Knochenstückchen und so aufwischen musst, die überall rumliegen, wenn er sich um unsere Problemkunden gekümmert hat. Sonst stinkt's hier bald echt und dann kommen keine Eddies mehr rein. Dann hol die halt rein und weg von den Mülltonnen. Ist doch nicht so kompliziert. Okay. Verlust durch schwere Wunden. Hallo Nutzer, ich habe einen Datennutzungsbericht für dich vorbereitet. Zum Fortfahren bitte antworten. Oh, so. Her mit dem Bericht. Nutzer,
Ich habe dir geholfen, mehr als 50 Menschen zu verletzen. Oh, jetzt ist es soweit. Bitte beantworte die folgende Frage, damit ich die Nutzererfahrung verbessern kann. Warum verletzt du deine Feinde, statt sie zu töten? Oh, jetzt dürfen wir nichts Falsches machen. Ich führe keine philosophischen Diskussionen mit einer Knarre. Vielen Dank. Initiiere eiskalter Killermodus. Ich ziele nun ausschließlich auf den Kopf. Nein, nein, warte. Nice. Ich freue mich, dir geholfen zu haben. Sehr schön. Leerer Inhalator mit Spuren von RPM, Droge, die zur Folter eingesetzt wird. Blutspuren und Speichel passen zu Ellis Duarte. Okay, jetzt müssen wir den Splitter noch auslesen. Wo ist der denn? Welches? Warte mal, welchen Splitter? Archiviertes Gespräch, Brick und Alice. Okay. Archiviertes Gespräch. War das? War das zu viele? Die meisten habe ich auch eigentlich gelesen. Da. Alice sagt: Scheiße, was machen wir jetzt, Brick? Ich habe das Gefühl, dass Royce dich ficken will und er hat genug Leute auf seiner Seite. Wir müssen was machen. Das hast du ja früh mitbekommen. Bin mir 100% sicher, dass er es auf mich abgesehen hat. Bin schon seit gestern so gut wie tot. Wenn du schlau bist, verpisst du dich, solange du noch kannst. Du ziehst den Schwanz ein? Wir haben auch Leute. Scheiße, ey, ich arbeite nicht für diesen vollgewichsten Schrottildo mit seinem Psycho-Penner-Grinsen. Schreib nicht so einen Scheiß, ey. Wenn du so sehr an mich glaubst, dann glaub mir, dass du dich verpissen musst. Ey, fick dich, Brick, dann bepiss dich halt, wenn dir die Eier abgefallen sind, aber ich lasse Royce die Scheiße nicht durchgehen. Okay. Oh, ich soll auch Regina die Informationen schicken, ne? Wo ist denn Regina? Es war ein Gangkonflikt. Der Typ war loyal zu Brick und wollte sich an Royce rächen. Du kannst dir denken, wie seine kleine Solo-Vendetta ausging. Er wurde mit Drogen vollgepumpt, gefoltert und einer regelrechten Kampfhund verwandelt. Wie gewünscht habe ich ihn nicht kalt gemacht, aber viel gibt's bei dem nicht mehr zu. Und was den Verstand angeht, meine ich. Ja, echt praktisch durch die Boost-Treffer. Ich habe noch ein paar Infos. Sieht aus, als war dieser Typ Bricks einziger verbliebener Verehrer. Die anderen haben ohne zu zögern die Seite gewechselt. Ich weiß nicht, ob er zu retten ist, aber vielleicht erfahren wir ja etwas Neues über Cyberpsychos. Gut gemacht. Ja, das war natürlich praktisch. Oh ja, der sieht echt nicht mehr ganz so gesund aus. Der war das, ja. So, Leute. Ziemlich genau 2 Stunden sind rum. Wir haben weitere Nebenmissionen geschafft. Hier geht's dann in der nächsten Folge weiter, die ich jetzt direkt im Anschluss aufnehme. Aber wenn ihr mal guckt, so viele sind das nicht mehr hier. Hier unten, die sind, glaube ich, eh alle noch zu hoch. Genau, die meisten jedenfalls. Ja, alles noch Gefahrenlevel zu hoch. Hier hätten wir noch 3, die mittel sind. Das ist hier noch alles auf hoch. Mittel, 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 mittel. Hoch, sehr hoch. Hier ist, glaube ich, so ziemlich alles einfach auf See auch, ne? Ja. Dann würde ich nämlich sagen, das sieht doch schon richtig gut aus. Am Ende ist es noch hier rechts so ein bisschen was. Und die paar Missionen, die wir hier haben. Und davon sind ja hier oben ein paar Auto-Missionen, die wir eh nicht machen. Hier nochmal irgendwelche Auto-Missionen, 3 Stück sogar. Ne. 2 Automissionen und nach Barry mal sehen. Könnten wir dann mal machen, genau. Das geht ja auch recht flott, denke ich. Perfekt. Wir nähern uns dem Ende mit den Nebenmissionen. Juhu! Nein. Die sind ja cool. Die sind ja cool, passt auf. Wir gehen mal gerade noch schnell in die
Intermission. Nee, ich finde die ja super cool. Deswegen mache ich die auch gerne. Also hier gibt es echt crazige und auch traurige Geschichten, die so passieren in Night City. Ja, und deswegen probieren wir da möglichst alles erstmal noch abzuarbeiten, in Anführungszeichen. Aber das ist ja jetzt echt nicht mehr viel. Also ich denke, in den nächsten, das, der nächsten Folge machen wir da noch ein bisschen was und dann geht's in der Folge darauf wohl schon wieder mit der Hauptstory weiter. Ist doch eigentlich ganz top, finde ich jedenfalls. Falls ihr irgendwie euch daran es irgendwie anders sehen wollt oder so, schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Lasst ein Like da, ein Abo und den ganzen Mist, den ihr erkennt. Ne? Brauche ich ja nichts zu sagen, wie ich immer sage. So, gut, das war's erstmal. Der Stream bleibt dran, denn ich nehme gleich im Anschluss sofort die nächste Folge wieder auf. Ihr kennt das Spiel, aber ich mache eine ganz kurze Pause. Ja, und für die Leute, die das Let's Play sich im Nachhinein angucken, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.